Hier sehen wir die Zuckerfabrik aus dem Jahr. Wir hatten das Glück, diesen alten Film aufzutreiben. Dies wird der alte Vorstand und Aufsichtsrat sein. Erich Peters, der langjährige Vorsitzende der Zuckerfabrik aus Mölme. Aufnahmen, wie die Fabrik in Betrieb ist. Ein typisches Rübengespann mit Ochsen. Eine Zigarre gehörte früher dazu. Ich nehme an, es ist Direktor Korn selber. Zwischendurch Aufnahmen aus einem Umzug 1936. Die Verwaltung. Der damalige Bürovorsteher Giesecke. Wiegemeister Alfred Laue. Direkt beim Wiegen abgedrückt, aber schon modern, nicht mehr mit Gewichtsstücken. Weitere Aufnahmen von 1939, wie wir sehen. Neue Schwämmen im Bau. Früher wurden ja die Rüben in Schwämmen abgeladen mit Gespannen, noch von Hand. Aha, hier das Kühlenetz. Ein Betonmischer, der über die Leiter beschickt werden musste. Da gab es doch keinen Betonmischer. Alles mit der Karre. Dies ist Siedemeister Sittich. Maurermeister Herbert Lehe. Hier die schon beladen, der schon beschickten typischen Rübenschwämmen. Da sehen wir das typische Abladen mit der Rübengabel. Von Hand. Nochmal das Abladen mit der Rübengabel. Zu jedem Wagen gab es einen Ablader. Damit die Schwämmen nacheinander richtig beschickt worden war, wie jetzt zu sehen links im Bild, Hofmeister Ex-Feldwebel Prangel verantwortlich. Zucker verladen auf einen LKW. Noch 100 Kilo Säcke. Heute dürfen nur noch 25 Kilo Säcke verarbeitet werden.
Der Schornstein unserer Zuckerfabrik rauchte bis 1976. Und 1991 wurde auch die Annahmestelle geschlossen.